So, herzlich willkommen an die Ersten, die reinkommen zu unserem Webinar heute zum Thema CO2-Bepreisung auf Benzin und aufs Heizen in Europa. Wie gehen wir eigentlich damit um? Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, gerade in der Europäischen Union, weil wir gerade wirklich in diesem Moment dabei sind, dazu die neuen Gesetze zu machen. Und es sind jetzt schon 170 Leute circa drin. Ich warte noch mal 2 Minuten und dann würden wir loslegen. So, die Zahl der Teilnehmenden erhöht sich jetzt nicht noch viel länger. Ah, jetzt haben wir einen Referenten verloren. Aber ich sage schon mal Hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema europäischer CO2-Preis auf Benzin und aufs Heizen. Ist das fair? Ich freue mich auf diese Stunde hier, die wir miteinander diskutieren wollen. Wir haben ganz tolle Gäste. Und ich freue mich auf den Input. Wir haben Herrn Professor Ottmar Edenhofer. Er ist der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Frau Verena Bentele, sie ist mehrfache Weltmeisterin und auch die Präsidentin des Sozialverbands VDK. Und wir haben Florian Terzavi. Er ist Referent für Energiepolitik beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Und das Thema ist wirklich die Bepreisung von CO2 im Bereich Wärme und im Bereich Verkehr. Und wir verhandeln das gerade auf der europäischen Ebene. Ich habe heute Nacht bis nach eins mit den anderen Parteien zusammengesessen, wo wir uns darüber gesprochen haben, wie geht es eigentlich. Und ab heute Morgen um 9 ging es dann auch wieder los. Das heißt, es ist jetzt gerade wirklich in der heißen Phase der Verhandlungen. Insgesamt gibt es ja europäisch schon einen Preis auf CO2 im Bereich Wärme und im Bereich Industrie. Darüber lässt sich auch wunderbar streiten, aber heute reden wir über den Vorschlag der EU-Kommission, diesen CO2-Preis auch im Bereich Wärme und im Bereich Verkehr zu haben. Und wir wissen jetzt ja alle, die Preise gehen gerade in die Höhe, gerade dort, wo die Fossilen benutzt werden, für die Bürgerinnen und Bürger, alles wird teurer. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass CO2-Bepreisung eines der effektivsten Mittel ist, wirklich wegzukommen vom CO2-Ausstoß von den Fossilen hin zu erneuerbaren Technologien, hin zu anderen, zu Wärmepumpen zum Beispiel, hin zum Elektro, hin zum Benutzen der Bahn. Und da sind wir gerade stark in der Debatte auf der europäischen Ebene. Das Parlament wird nächste Woche im Umweltausschuss darüber abstimmen. Das ist der federführende Ausschuss und dann geht es noch ins Plenum. Und bisher hatten wir zum Beispiel eine Abstimmung im Verkehrsausschuss. Dort wurde gegen ein solches Instrument votiert. Es gibt große, sagen wir mal, große Skepsis auf mancher Seite. Von der Seite Frankreichs werden immer die Gelbwesten angeführt. Es wird gesagt, wir wollen nicht nochmal so einen Aufstand haben. Und vor allen Dingen sollen nicht die Bürgerinnen und Bürger für den Klimaschutz zahlen. Das sollen doch bitte die großen Konzerne machen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in ganz Europa im Verkehrssektor richtig schlecht dastehen beim Klimaschutz, auch im Wärmesektor. Da hat sich sehr wenig bisher getan und viele Mitgliedstaaten bemühen sich auch nicht darum, etwas zu machen. Und von daher ist ein CO2-Preis aus Europa vielleicht das beste und das einzige Mittel, um auch andere Staaten, zum Beispiel Polen, zum Beispiel Ungarn dazu zu bewegen, auch in diesen Bereichen etwas für den Klimaschutz zu tun. Allerdings kommen wir natürlich dann auch wieder zu der Frage, wie hoch soll so ein Preis sein? Wie hoch ist es, wie hoch, wie
gerecht ist es, einen Preis zu haben für alle in Europa? Können sich dann nicht die Dänen viel mehr leisten oder die aus Berlin viel mehr leisten als die aus Bukarest? Also vor diesen Fragen stehen wir gerade insgesamt. Es gibt jetzt unterschiedliche Vorschläge, wie man dort eine Einigung herbeiführen kann. Zum Beispiel gibt es den Vorschlag, dass wir diesen Preis für CO2 nur für gewerbliche Betriebe macht, also nur für dann LKWs und nur für Gebäude, in denen Unternehmen sind. Zum Beispiel gibt es einen Vorschlag, dass man einen Höchstpreis hat von 55 Euro. Es gibt den Vorschlag, dass man 50% des CO2-Preises bei den Gas- und Ölunternehmen anlastet und sie nicht weitergeben dürfen an die Kundinnen und Kunden. Also wir sind da gerade sehr am Suchen. Aber ich dachte, das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Debatte, die wir miteinander führen müssen. Deswegen habe ich zu diesem Webinar eingeladen, damit das nicht nur dort in den Hinterzimmern in Straßburg und Brüssel passiert, sondern auch out in the open. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Michael Bloss. Ich bin Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, komme gerade aus Straßburg, bin jetzt aber in Stuttgart, wo ich herkomme, und bin eben der Verhandlungsführer für diesen europäischen Emissionshandel, für diesen CO2-Preis. Gut, mit dieser Einführung, wo wir gerade dort stehen, übergebe ich jetzt an Sie, Herr Professor Edenhofer, für Ihre Perspektive, auf was jetzt getan werden muss und warum so ein Preis, ich denke mal, Sie werden sagen, möglicherweise notwendig ist. Ja, Herr Bloss, herzlichen Dank. Können Sie die Präsentation sehen? Wir sehen die Präsentation im Präsentation. Hören mich auch. Okay, gut. Ja, herzlichen Dank. Also, ich will hier in 10 Minuten ein Argument machen, warum ich den ETS2 unverzichtbar halte. Das wird viele, die mich kennen, nicht überraschen. Vielleicht gibt es aber doch eine Überraschung, weil ich am Schluss, ich möchte mir zunächst mal die Alternativen durchgehen und will aber dann am Ende doch nochmal einen eigenen Vorschlag machen, in der Hoffnung mal auszuloten, ob der kompromissfähig ist. Wir haben das zusammen entwickelt mit Kollegen am Potsdam-Institut und am MCC. Hier war vor allem federführend mit dabei mein Kollege Professor Kalkuhl. Wir haben das also unterteilt in 4 Paradigmen, die Sie nicht unbedingt ausschließen. Aber ich will jetzt die Präsentation so beginnen, was passieren würde, wenn wir den ETS2 verlieren würden. Würden wir den ETS2 verlieren oder gar nicht einführen, dann würde das ja bedeuten, dass wir auf die sogenannte Effort-Sharing-Regulation verwiesen wären. Und diese Effort-Sharing-Regulation heißt, dass wenn Mitgliedstaaten ihre Minderungsverpflichtungen nicht erfüllen, dann müssten sie in irgendeiner Form Strafzahlungen leisten. Also sie könnten sich zum Beispiel bei anderen Mitgliedstaaten dann entsprechende Zertifikate auf Staatenebene besorgen. Aber wenn sie auch das nicht tun, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das tun, dann müsste man also mit Vertragsverletzungsverfahren hantieren. Und diese Vertragsverletzungsverfahren haben eigentlich eine schlechte Compliance, weil diese Verfahren sehr langwierig sind. Es wird in ganz wenigen Fällen der EuGH angerufen und die Kommission nimmt da zunehmend Abstand von diesem Verfahren, weil sie natürlich auch auf die Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen ist. Natürlich kann man darüber streiten, dass man sagt, man würde von vornherein gleich glaubwürdige Strafmechanismen ankündigen, zum Beispiel einen hohen Straf-CO2-Preis. Aber das ist ja genau das, was nicht getan wird. Und deswegen ist im Kern aus meiner Sicht die Compliance der Effort-Sharing-Regulation gering. Und wenn wir darauf zurückfallen würden, hätten wir einen Flickenteppich nationaler Klima- und Energiepolitiken. Und diese nationalen Klima- und Energiepolitiken, die würden in keiner Weise sicherstellen, dass wir die Ziele des europäischen Green Deals und des Fit for 55-Pakets erreichen. Also das sind hier die Dauer aller abgeschlossenen Vertragsverletzungsverfahren. Da sehen Sie im Grunde genommen, dass die deutlich nach unten gehen. Die andere Alternative wäre, dass man sich vor allem auf Förderprogramme verlässt. Das ist ja sehr beliebt. Ich will aber hier 3 Argumente machen, warum Förderprogramme zumindest alleine keine gute Idee sind. Denn Förderprogramme weisen hohe Mitnahmeeffekte auf. Was heißt Mitnahmeeffekt? Nun, ein Mitnahmeeffekt von 45%, wie es zum Beispiel das GRC
für E-Autos in der EU ermittelt, heißt, 45% aller Autos würden auch ohne Prämie gekauft werden. Zusätzlich zu diesen Mitnahmeeffekten weisen diese Förderprogramme erhebliche Informations- und Verhaltensprobleme auf. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen aus den USA, dass die Wirkung dieser Förderprogramme maßlos überschätzt wird und dass die gemessene Reduktion, die man dann ex post feststellt, etwa nur 50% der Reduktion bewirkt, die man im Vorhinein angekündigt hat. Das Gleiche gilt auch für die Biofuel-Förderung. Und die Förderprogramme sind oft nicht so konzipiert, dass sie überhaupt einen maximalen oder überhaupt einen angemessenen Klimanutzen erzielen. Sie sind sehr ad hoc, ohne Impact Assessment. Und die Programme sind oft so gestaltet, dass sie öffentlich wirksam bestimmte Zielgruppen erreichen, aber eben gerade nicht Emissionsreduktion. Damit sage ich nicht, dass es keine Förderprogramme geben soll und nie Förderprogramme geben soll. Was ich allerdings sage, ist, sich ausschließlich auf Förderprogramme zu verlassen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir damit die Klimaziele erreichen. Das Zweite sind Standards und Regulierung, vor allem im Verkehrssektor. Standards sind im Verkehrssektor sehr oft ein beliebtes Mittel. Die haben aber doch erhebliche Nachteile. Erstens, Standard beziehen sie im Kern auf die Neuwagen. Und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Standards eher schwache Instrumente waren und diese Standards auch deswegen eingeführt worden sind, weil sie eben nicht sehr hart reguliert haben. Und das Kernproblem bei Standards ist, dass sie sich eben nur auf die Neuwagen beziehen. Man könnte natürlich auch sagen, man bezieht den Altbestand mit ein. Aber wer sich zutraut, im Altbestand Standards einzuführen, der kann auch über CO2-Preise nachdenken. Und was wir in einer Untersuchung festgestellt haben beim Verbrennerverbot, da zeigt sich ziemlich deutlich, dass ein CO2-Preis ohne Verbot, der ausreichend hoch ist, effektiver ist im Hinblick auf die Emissionsreduktion als ein Verbrennerverbot mit niedrigem Preis. Man kann es auch anders ausdrücken. Was das Ganze hier zeigt, ist, dass ein hoher CO2-Preis und ein Verbrennerverbot die Emissionen stark reduziert, aber eben der CO2-Preis eine notwendige Bedingung ist, wenn auch keine hinreichende. Damit will ich auch nicht sagen, dass man Standards überhaupt nicht anwenden kann, aber dennoch sich auf Standards alleine zu verlassen, um dann die Emissionsreduktion hinzubekommen, die wir im Fit for 55-Paket haben, das ist aus meiner Sicht eine unberechtigte Annahme. Deswegen ist ja der ETS 2 geboren worden, also im Jargon heißt der Building Road and Transport, weil die Zielerfüllung einigermaßen sichergestellt ist. Der Nachteil ist natürlich, dass vor allem die privaten, nicht vor allem, aber dass die privaten Haushalte belastet werden. Deswegen schlägt man jetzt ein Überwälzungsverbot vor, sodass man also die Haushalte nicht belastet. Aus meiner Sicht ist dieses Überwälzungsverbot überhaupt nicht wirkungsvoll zu implementieren. Denn entweder man führt so eine Art Preisobergrenze ein, dann wird die Lenkungswirkung konterkariert, oder das Überwälzungsverbot wirkt wie eine Art Gewinnsteuer. Und dann haben die Unternehmen, die in Verkehr bringen, einen hohen Anreiz, die Mengen zurückzuhalten, dann steigen die Preise trotzdem. Also wer ein Überwälzungsverbot glaubt, durchsetzen zu können, der wird aus meiner Sicht eines Besseren belehrt durch die Empirie, weil solche Überwälzungsverbote sich nicht durchsetzen lassen. Was wäre dann die Lösung? Nun, aus ökonomischer Perspektive wäre die beste Lösung, wenn wir sofort einen Sozialausgleich einführen werden über einen Einkommenstransfer. Da wird heute noch was gesagt werden. Wir haben vom MCC auch dazu einen umfangreichen Vorschlag gemacht, wie man das macht. Aber ich glaube, man muss jetzt damit abfinden, dass ein solcher sozialer Ausgleich über eine Anpassung des Steuer- und Transfersystems plus ein Klimageld im Augenblick nicht politisch zur Debatte steht. Dass es aber einen sozialen Ausgleich geben muss, das ist vollkommen klar, denn CO2-Preise und Gaspreise betreffen vor allem die einkommensschwachen Haushalte. Das soll Ihnen dieses Bild zeigen, dass die 10% der ärmsten Haushalte überproportional viel an ihrem Einkommen für Kraftstoffe, Wärme, Strom, Heizöl und Gas ausgeben und dass deswegen die einkommensschwachen Haushalte bei einem Anstieg der Gaspreise, vor allem bei einem Anstieg der Gaspreise, überproportional belastet werden. Das hat ja nochmal was mit Klimapolitik zu tun. Ich glaube, wir werden uns in Deutschland, in Europa darauf vorbereiten müssen, wie wir einkommensschwachen Haushalte vor der Gaspreisexplosion schützen können.
Das ist absolut notwendig. Dafür gibt es auch Möglichkeiten. Da wird nachher noch was gesagt werden. Ich kann mich daran in der Diskussion beteiligen. Was ist jetzt unser Vorschlag? Nun, der Vorschlag, der bezieht sich darauf, dass wir der Auffassung sind, politisch ist eine umfassende Kompensation über Einkommen nicht möglich. Sie wäre sinnvoll und es wäre sicherlich der beste Weg. Deswegen haben wir uns jetzt darüber Gedanken gemacht, wie man in ETS 2 im Grunde genommen zwei Sektoren definieren kann. Für Privathaushalte, das nennen wir den Non-Compliance-Sektor, weil es hier keine verbindliche CAP gibt. Und für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen einen Compliance-Sektor, weil dort die CAP zuschlägt. Für den Unternehmenssektor würde dann der ETS 2 so funktionieren, dass es eine CAP gibt, dass die Inverkehrbringer Zertifikate ersteigern und dass sie dann eben einen Preis ergibt, entsprechend dieser Emissionsobergrenze. Die Privathaushalte wären da draußen. Da muss man sich dann Gedanken machen, wie man das administrativ umsetzt. Das ist keine Kleinigkeit, aber das, denke ich, würde man wahrscheinlich mit einigermaßen guten Willen hinbekommen. Wir wollen aber die Privathaushalte deswegen nicht vollkommen entlassen, denn auch die Privathaushalte müssen in einem gewissen Umfang an dieser Emissionsreduktion beteiligt werden. Und deswegen würde man sie nur mit einem Fixpreis belasten. Dieser Fixpreis, der könnte 25 Euro sein, der muss aber irgendwie dynamisch sein. Und wie könnte der dynamisch ausgestaltet werden? Der könnte dynamisch so ausgestaltet werden, dass die Produktivitätsfortschritte bei der Kohlenstoffintensität, die die Unternehmen erwirtschaften, in dem Umfang würde nur der Fixpreis steigen. Das heißt mit anderen Worten, das wäre dann für die Haushalte verteilungsneutral. Man kann dann später darüber sprechen, wie man dann vielleicht auch die Privathaushalte in diesen Compliance-Sektor mit einbezieht. Aber das wäre zunächst mal ein Vorschlag, den man machen kann, um zunächst mal überhaupt mit dem Emissionshandel zu beginnen und damit die Belastungsgrenze für die Haushalte zu definieren. Man würde eben nur den Fixpreis steigen, wenn es zu entsprechenden Produktivitätsfortschritten kommt. Das heißt natürlich, dass die Privathaushalte dann auch entsprechende Alternativen zur Verfügung haben. Das wäre aus meiner Sicht ein schwieriger, ein gangbarer Weg, weit davon entfernt, was sich gewissermaßen Ökonomen wünschen. Aber das wäre zumindest ein Kompromissvorschlag. Und damit dann auch in dem ETS 2 so eine Art Preisobergrenze möglich wird, sollte man darüber nachdenken, dass man auch die sogenannten Carbon Dioxide Removal Technologien, bestimmte von denen zumindest, in den ETS 2 einbringen kann, wie man das ausgestalten kann, vielleicht dazu mehr in der Diskussion. Ich will am Schluss nur noch ein wichtiges Argument machen. Und dieses Argument ist, das will ich nochmal betonen, dass wir um die Klimaziele Fit for 55 zu erreichen, nicht nur eine Reduktion von Kohle brauchen, sondern wir brauchen bereits vor 2030 einen Rückgang, einen starken Rückgang der Gas- und Ölnachfrage. Dieses Szenario, das Sie hier sehen, das ist schlicht und einfach das Szenario, das mit dem Fit for 55-Paket vereinbar ist. Und das ist nicht eine Reduktion von Öl und Gas irgendwann, sondern das ist jetzt. Das hätte aber auch Vorteile für Europa, weil durch den ETS 2 Europa damit implizit auf den Öl- und Gasmärkten als ein Nachfragekartell auftritt und zugleich Russland gegenüber signalisiert wird, dass Europa langfristig und dauerhaft die Importmengen aus Öl und Gas reduziert. Und es ist ein wichtiges Signal auch für Putin, um zu zeigen, dass wir nicht temporär jetzt über Sanktionen nur Öl und Gas vermindern, sondern dass wir das dauerhaft machen und dass er deswegen auch dauerhaft damit rechnen muss, dass seine Importeinnahmen sinken. Das ist eine sicherheitspolitische Komponente an diesem ETS 2, die bislang übersehen worden ist. Und man könnte das durchaus auch noch verbinden, indem man dann zusätzlich Importsteuern auf russisches Gas und Öl erhebt, um die Nachfrage nach mehreren Öl- und Gasanbietern entsprechend zu diversifizieren. Aus Zeitgründen sparen wir das. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass das einen wichtigen Impact hätte auf Russland, denn Russland lebt, der Staatshaushalt ist nahezu 30% abhängig von den Ölimporten. Das ist aus meiner Sicht die Kernaussage, die ich machen will. Die Kernaussage ist, dass die Alternativen, Effort Sharing Regulation, Förderprogramme, Standards und Verbote allein uns nicht dazu bringen werden, die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Dass ein ETS 2 ein wichtiger Schritt ist,
dass es sinnvoll wäre, oder nicht sinnvoll wäre, sondern notwendig ist, die Haushalte zu entlasten, dass die Entlastung eigentlich über direkte Transfers am besten gewährleistet werden kann, dass man sich aber in einem Zwischenschritt überlegen kann, den ETS 2 in einem Compliance, in einem Nicht-Compliance-Sektor zu spalten. Die große Herausforderung, dass wir Öl und Gas reduzieren, schon vor 2030, die bleibt. Und wenn wir das nicht erreichen, werden wir auch die Klimaziele bis 2030 und darüber hinaus nicht erreichen. Das hat eine weitere Implikation, eine positive Implikation, nämlich, dass wir damit auch den ETS 2 nutzen können, um die Energiesicherheit in Europa zu erhöhen. Gute Gründe, den ETS 2 nicht fallen zu lassen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Edenhofer. Das war jetzt wirklich auch nochmal ein paar spannende Aspekte. Und gerade, also erstmal finde ich es auch spannend, dass Sie sagen, okay, die Staats- und die Regulierung machen es nicht alleine, zusammen wären sie am besten. Da muss man nochmal sagen, dass gerade auch dieses Verbrenner aus, was auch vorgeschlagen wird, auch in der Luft hängt. Dass die Mehrheiten sind da nicht sicher im Europäischen Parlament. Und für diesen Vorschlag, die Privathaushalte quasi als nicht compliant reinzunehmen, das finde ich wirklich spannend. Ich hätte da noch ein paar Fragen, aber vielleicht führt es jetzt gerade zu weit, wie das mit dem insgesamt dem CAP zu tun hat. Erstmal jetzt zu Frau Bentele. Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und diese Frage, jetzt wird also sozusagen nochmal zu all diesen Preiserhöhungen diskutieren wir jetzt nochmal darüber, die Preise für Fossiles nochmal teurer zu machen. Wie kritisch sehen Sie das bei dieser Ausweitung des CO2-Preises auf Verkehr und auf Gebäude? Und was glauben Sie, was es braucht, damit es sozial gerecht ist? Ich freue mich auf Ihren Input. Ja, erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin und fand Ihren Vortrag, Herr Professor Edenhofer, wirklich spannend, auch für uns. Und ja, freue mich aber jetzt natürlich auch, dass ich die soziale Sicht einbringen kann, weil das ist ja ein bisschen neu auch, dass bei dem Thema Klimaschutz und Umwelt die soziale Sicht automatisch mitgedacht wird. Aber wir haben ja gerade im Moment in Europa eine Situation, die durch den Krieg natürlich nochmal verschärft wurde, die schon vorher sehr schwierig war durch die extremen Preissteigerungen und die natürlich extrem hohe Belastung gerade für Menschen eben mit niedrigen Einkommen. Was für uns eben als Sozialverband VDK ganz spannend ist, wenn wir zum Beispiel über den Klimawandel sprechen, wie gesagt, ist für uns immer wichtig, dass wir da auch mal Ross und Reiter benennen. Und ein ganz klarer Punkt ist natürlich, dass gerade Menschen mit wenig Geld deutlich mehr ausgeben müssen, wenn CO2 bepreist wird. Einerseits, wenn zum Beispiel das Heizen wirklich teurer wird, trifft das natürlich arme Menschen extrem hart, weil sie überproportional viel ihres zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens für den täglichen Bedarf ausgeben. Das ist eine Sache. Und die andere, die immer, finde ich, ein bisschen zu sehr hinunterfällt, ist natürlich auch, dass Menschen mit weniger Geld natürlich auch weniger CO2 produzieren. Die fliegen nicht fünfmal im Jahr in Urlaub, die haben nicht die großen Autos. Das sind auch nicht die Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich bin gegen ein Tempolimit. Das sind eher Menschen, die dafür sind, weil sie überhaupt kein Auto haben oder weil sie vielleicht ein kleines Auto haben und aus Sparsamkeitsgründen eben nicht mit 240 über die Autobahn fahren. Ganz grundsätzlich erstmal wirkt ja ein CO2-Preis, ob er national oder auch europäisch angewendet wird, wie eine Verbrauchssteuer. Das ist für uns deswegen ein Vorschlag, der schwierig ist, weil eben, wie gesagt, Menschen mit kleinen Einkommen eben überproportional und prozentual mehr ausgeben dafür als Menschen mit hohen Einkommen. Und deswegen ist das für uns wirklich auch eine sehr kritische Geschichte, weil wir da natürlich sagen, das ist eine regressive Form der Besteuerung, die in den letzten Jahren in viel zu vielen Fällen immer wieder angewandt wurde. Und wir lehnen deswegen diese Form der Besteuerung erstmal grundsätzlich ab, wenn es darum geht, eben eine Verteilungsgerechtigkeit zu erzeugen und hier eben Klimaschutz und Verteilungsgerechtigkeit zusammenzubringen. Dann halten wir das für einen nicht so richtig gangbaren Weg. Unser Weg wäre eben eher, Einkommen und Vermögen höher zu besteuern und so eben gerade die Menschen mehr in die Mitverantwortung zu nehmen, die eben auch mehr beitragen, eben um den Klimawandel voranzutreiben.
Und da wäre eben tatsächlich genau der gegenteilige Weg einzuschlagen, wie er in Deutschland die letzten Jahre eingeschlagen wurde. In Deutschland wurde in den letzten Jahren eher tatsächlich leider die Verbrauchsbesteuerung erhöht. Also zum Beispiel die Mehrwertsteuer wurde ja in den letzten Jahren immer wieder angehoben. Und das ist tatsächlich, wie wir es im Moment auch sehen, in der Zeit der hohen Inflation eine Sache, die Menschen mit kleinen Einkommen extrem belastet. Spitzensteuersatz wurde gesenkt, wie gesagt, Mehrwertsteuer angehoben und das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und jetzt kommt seit 2021 noch der CO2-Preis für Heizen und Verkehr in Deutschland hinzu und das belastet, wie gesagt, unsere Mitglieder sehr. Und wir unterstützen eben deswegen auch als Sozialverband VDK die Idee des Klimagelds, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis pro Kopf wieder an alle Menschen zurückerstattet, auch wenn Sie, Herr Professor Edenhofer, da politisch große Bedenken sehen der Umsetzbarkeit, ist es für uns tatsächlich schon ein wichtiger Ansatz, den man weiter verfolgen sollte, dass eben die Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger hier eben wirklich direkt erfolgt. Und klar, was auch für uns unterstützenswert wäre, wäre natürlich das Geld nur an Haushalte mit geringeren Einkommen auszuzahlen. Aber das ist natürlich verwaltungstechnisch, wie wir alle wissen, bei allen einkommens- und vermögensgeprüften Leistungen ist das ja ein Riesenthema, natürlich total schwierig. Und da ist für uns eben auch ganz klar, dass reine Transferleistungen, also reine soziale Leistungen der sozialen Sicherung, wie zum Beispiel Erhöhung der Grundsicherung, hier sicherlich nicht ausreichen werden, wenn tatsächlich das Heizen und der Verkehr und auch die andere Kosten, die der Klimawandel verursacht, eben auf die Menschen umgelegt werden, die das zu tragen haben, trifft es halt natürlich gerade Leute, die in schlecht isolierten Wohnungen wohnen, extrem hart. Und das sind eben oft Menschen, die zum Beispiel von Grundsicherung leben, wo es dann eben auch nicht reicht, einfach zu sagen, wir erhöhen jetzt die Grundsicherung minimal, aber das Heizen und die Verteuerung beim Heizen frisst das alles dann eigentlich wieder aus. Viele Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel haben ja eben auch beziehen keine Grundsicherung, haben im Moment auch noch das Problem, wissen wir alle, bei dem Entlastungspaket der Ampelregierung, dass sie eben auch keine Energiepauschale kriegen, wie zum Beispiel Erwerbstätige in Deutschland. Und das ist tatsächlich für unsere Klientel, für die über 2,1 Millionen Menschen, die ich vertrete im VDK, dann wirklich ein Riesenproblem, das man auch nicht so ganz einfach lösen kann, wenn man sagt, man will es über die Grundsicherung regeln, weil das gerade die Einkommensgruppen, die ein bisschen drüber liegen, Alleinerziehende mit Teilzeitjob, Rentnerinnen und Rentner mit wenig Rente, Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, wo es ja nicht nur in Deutschland einen großen gibt, auch in anderen europäischen Ländern ist es ein Thema. Für diese Menschen erreicht man eben mit einer alleinigen Erhöhung der Grundsicherung in dem Thema eben noch nicht genug. Und was für unsere Mitglieder natürlich auch klar eine Herausforderung ist, viele wohnen ja auch im ländlichen Raum, können also zum Beispiel auch im Bereich Mobilität auch gar nicht so ganz einfach sagen, dass sie jetzt verzichten aufs Fahren und auf Mobilität und mit dem eigenen Auto, weil eben gar keine öffentlichen Verkehrsmittel da sind. Wenn man jetzt in der Stadt wohnt, ich wohne in München, da ist das kein Problem, da kann ich als jemand, die nicht sieht, zur U-Bahn gehen und nutzt die und fahre natürlich, was auch besser ist, wenn man nicht sieht, kein Auto. Aber tatsächlich ist das ja für viele unserer Mitglieder auf dem Land, die zum Arzt müssen, die zum Besuch bei ihren Freunden, Verwandten, Bekannten müssen, ist das natürlich leider überhaupt keine Alternative. In dieser Debatte haben wir jetzt im Moment tatsächlich Riesenprobleme, weil wir durch die hohe Inflation gerade gestiegene Lebensmittelpreise haben, das Heizen wird immer teurer und in irgendeiner Weise ist da tatsächlich für uns dann eine wichtige Sache, wenn wirklich die CO2-Bepreisung noch deutlich höher wird und auch an viele noch auf andere Produkte kommt, dann muss es tatsächlich eine Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger geben und zwar eine direkte und darf nicht in irgendeine Form von Klimafonds gehen, wo dann eben der Ausbau zum Beispiel des öffentlichen Personennahverkehrs damit gefördert wird, weil das sehen wir tatsächlich als eine ureigene Aufgabe der Staaten, dass das über Steuergelder eben organisiert und finanziert wird. Und dann muss es für die Staaten tatsächlich darum gehen, wie eben auch die Steuern für solche Projekte und Produkte eben erhöht werden und nicht die Klimabepreisung und das Geld, das dadurch eingenommen, dafür verwendet wird. Für unsere Mitglieder ist deswegen tatsächlich eine Idee wie das Klimageld eine gute, weil das dann endlich mal wirklich auch eine Umverteilung ist, die auch Menschen mit wenig Einkommen und auch Menschen ohne Einkommen nützt
und sie eben nicht nur benachteiligt, was eben, wie gesagt, bei allen Steuern, die über die Verbrauchssteuer eben eingetrieben werden, sich für unsere Mitglieder immer nachteilig auswirkt. Wir hatten jetzt gerade in Deutschland natürlich auch viel Diskussionen, wie man eben auch sonst Ausgleiche schaffen kann, zum Beispiel durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf frisches Obst und Gemüse. Auch sowas ist natürlich ein Stück weit immer in der Kritik, weil dann viele sagen, das ist ja auch ein Stück weit ein Gießkannenprinzip, das das Geld an viele Menschen ausschüttet. Aber in dem Fall, und genau das sehe ich auch für das Klimageld so, ist es sicherlich besser, es an alle zu verteilen und eben nicht zu sagen, wir wollen das nur in einen Klimasozialfonds geben, der das dann eben an die Staaten verteilt, sondern da würde ich wirklich dafür plädieren, dass es direkt an die Menschen ausgezahlt wird, damit die Klimabelastungen von allen finanziert werden, aber eben von denen mehr, die sich da auch mehr leisten können und die eben auch einen höheren Beitrag leisten. Genau, dann alles Weitere in der Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie das auch jetzt diese ganzen Aspekte aufgemacht haben, weil ich genau, die definieren ja gerade auch diese schwierigen politischen Entscheidungen, in denen wir da gerade sind. Ich möchte Herrn Edenhofer, glaube ich, für eine Sache noch in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass er, also er ist, glaube ich, sehr für das Klimageld, so wie ich ihn immer verstanden habe. Wir haben auf der europäischen Ebene einfach gerade das Problem, dass wir das nicht implementieren können mit der direkten Auszahlung an die Bürgerinnen und Bürger. Da bin ich missverstanden worden. Ich hatte schon gemeint, Herr Professor Edenhofer, Sie sind nicht der Meinung, dass das politisch gerade umsetzbar ist. Ich wollte nicht so verstanden wissen, dass Sie dagegen sind, auch mit Ihrem Institut. Das wollte ich so nicht verstanden wissen, tatsächlich. Also dann werde ich das hier sofort korrigieren. Ja, also ich bin ein Verfechter des Klimageldes. Wir haben da zu viel gemacht. Es ist nur sozusagen jetzt für die konkrete europäische Situation, genau, gedacht, aber in keiner Weise. Und da halte ich es im Augenblick tatsächlich nicht für umsetzbar, aber nicht, weil es ich für umsetzbar halte, sondern weil Herr Bloß uns ja sagt, dass dafür im Augenblick auf europäischer Ebene keine Mehrheiten gibt. Absolut, so wollte ich nicht verstanden werden. Ich sehe das genau so, dass das Klimageld the way to go ist. Ja, sehr gut. Leider, also ich hatte auch schon an vielen Stellen da versucht zu drücken in Richtung Klimageld, aber es ist wirklich auch institutionell nicht einfach, weil wir von der Europäischen Kommission eben nicht direkt an Bürgerinnen und Bürger den Durchgriff haben, dort nicht direkt auszahlen können, sondern das wenn dann immer über den Umweg der Nationalstaaten geht und die dann mit diesem Geld erstmal sagen machen können oder das so ausgestalten können, wie sie es wollen. Genau das ist natürlich aber auch ein sehr limitierender Faktor für diesen ETS2, wenn diese Möglichkeit des Klimageldes nicht da ist, sondern trotzdem andere Möglichkeiten finden, vielleicht CO2-Bepreisung umzusetzen und es trotzdem gerecht zu machen. So, und damit sind wir eigentlich auch schon bei Florian Zerzavi vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, weil Sie haben in einer Studie ja auch sozusagen von Seiten der Umweltorganisation dargelegt, was glauben Sie, was braucht es, damit man so eine Art von eben CO2-Bepreisung in diesen Bereichen haben kann und es trotzdem gerecht ist. Freue ich mich auf Ihre Präsentation und Ihren Input. Ja, vielen Dank, Michael Bloß. Genau, danke auch nochmal für die Einladung. Ich habe leider ein paar technische Probleme. Ich versuche es jetzt, dass das Video anbleiben kann und die Internetverbindung trotzdem weiter funktioniert und die Folien jetzt auch zu sehen sind. Das müsste jetzt der Fall sein. So, genau. Wir haben also, wie Michael Bloß schon erwähnt hat, in einer Studie geschaut, uns den Kommissionsvorschlag für den ETS2 und für den Klimasozialfonds noch im Detail angeschaut und auch geschaut, wie sozialverträglich ist der und wie kann er noch sozialverträglicher ausgestaltet werden. Wir haben eine Reihe von anderen Arbeiten auch noch dazu gemacht, die Sie hier sehen, können Sie alles nachlesen dann bei uns auf der Webseite. Ja, die Kernaussagen, die wir eigentlich treffen können nach der Analyse der Vorschläge der Kommission, erstmal die CO2-Bepreisung ist ja ein verursachergerechtes Instrument. Das heißt, diejenigen, die das CO2 emittieren, die werden mit einem Preis belegt. Und wir sehen auch, dass die Emissionen mit dem Einkommen steigen. Also der CO2-Fußabdruck, der nimmt mit steigenden Einkommen zu. Und das ist so in Deutschland, das ist aber auch genauso in allen anderen EU-Mitgliedstaaten, was an sich ja schon mal eine gute Voraussetzung ist für die CO2-Bepreisung.
Trotzdem ist es so, für die ärmeren Haushalte und für die ärmeren Mitgliedstaaten haben wir natürlich eine höhere relative Belastung. Das ist ja, was Frau Bentele auch schon gesagt hat, im Verhältnis zu den Einkommen zahlen die ärmeren Haushalte natürlich mehr als die reicheren Haushalte, weil sie insgesamt einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben und für den Verbrauch. Der Klimasozialfonds, also der SCF, der hätte theoretisch ausreichend Finanzmittel, um auch eine gerechte Rück- und Umverteilung zwischen den Staaten zu ermöglichen. Aber es ist eben immer noch unklar, ob die Mittel letztendlich auch dort ankommen, wo sie benötigt werden. Man sieht das hier nochmal in der Übersicht. Wir reden ja hier über ein gigantisches Volumen letztendlich an Finanzmitteln, die über den ETS2 generiert werden sollen in der Periode jetzt von 2026 bis 2032. Das ist hier gerechnet im Impact Assessment von der Kommission beim CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne. Da haben wir insgesamt also Volumen, was da generiert wird, von 280 Milliarden Euro und 25%, so ist ja der Vorschlag, sollen also in den Klimasozialfonds gehen, also über 70 Milliarden Euro in dieser Periode. Das soll dann nochmal aufgefüllt werden, selben Betrag aus den Mitgliedstaaten. Dann gibt es noch den Innovationsfonds, wo Zertifikatserlöse einfließen sollen und die verbleibenden 50% sozusagen der Einnahmen, die sind in der Hand der Mitgliedstaaten und sollen auch dann von den Mitgliedstaaten auch verwendet werden, zum einen für Klimaschutzmaßnahmen, zum anderen für den sozialen Ausgleich. Ja, der Klimasozialfonds ist die Voraussetzung sozusagen für einen sozialen ETS2. Der ETS2, der kann ein sinnvolles, ergänzendes Instrument sein der europäischen Klimapolitik, wenn bestimmte Kriterien eben berücksichtigt werden. Für einen sozial gerechten Ausgleich ist der Klimasozialfonds letztendlich zentral. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch mal kurz zeigen auf den nächsten Folien, wo wir uns eben angeschaut haben, wie kann man eigentlich gewährleisten, dass die CO2-Bepreisung über den ETS2 dann auch sozial verträglich ist. Hier noch mal zu dem, was ich gerade eben schon erwähnt habe, die Verteilung sozusagen, also der CO2-Fußabdruck der Haushalte, der steigt mit Einkommen. Und das sieht man hier, wir haben die Länder mal gruppiert in sozusagen Niedrigeinkommensländer. Das ist hier auf der linken Seite der Grafik, also Rumänien, Ungarn, Bulgarien, andere Länder, bis zu auf der rechten Seite dann die reicheren EU-Länder, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Niederlande. Und da sieht man, und dann sieht man die einzelnen Säulen, die sind jeweils die Einkommensquintile, also die 20% Einkommen von Q1 die 20% Ärmsten bis zu Q5 die 20% Reichsten innerhalb dieser Ländergruppen. Und da sieht man eben über alle Klassifikationen, dass die 20% ärmsten Haushalte auch den geringsten CO2-Fußabdruck haben, hier ausgedrückt in Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und man sieht auch beispielsweise aus der niedrigsten Einkommensgruppe hier, also Rumänien, Ungarn und so weiter, die haben also CO2-Fußabdruck, der beträgt etwa ein Zehntel von den reichsten 20% in den Hocheinkommensländern. Also das ist ein riesengroßer Unterschied und das bedeutet aber gleichzeitig, dass natürlich die absolute Belastung für die Haushalte, für die armen Haushalte in den armen Ländern auch nur ein Zehntel von dem beträgt, was die reichsten 20% der Haushalte in der reichsten Einkommensgruppe dann zu tragen hätten. Aber, was ich ja auch vorhin schon erwähnt habe, die relative Belastung ist dann eben höher. Und zwar betrifft das sowohl dann innerhalb der Mitgliedstaaten die Verteilung als auch zwischen den Mitgliedstaaten. Das sieht man jetzt hier in der Grafik. Wir sehen also im Verhältnis zum Nettoäquivalenzeinkommen, wenn man das jetzt mal über alle Durchschnitt berechnet, sieht man, dass jetzt beispielsweise Rumänien dann eine Belastung von 1,3% hätte, in Ungarn sind es 1,6%, Polen sogar 1,9%, während wir in Deutschland mit 0,8% da deutlich darunter liegen. Das heißt, die Herausforderung ist letztendlich, wie schafft man so eine gerechte Verteilung auch zwischen den Mitgliedstaaten, die den Ausgleich schaffen kann, und da ist ja der Vorschlag der Kommission mit dem Klimasozialfonds, das
zu lösen. Und da müssen wir erstmal feststellen, wir haben also ein substanzielles Finanzvolumen, das hatte ich ja in der Grafik auch schon gezeigt, was man aus den Zertifikatsversteigerungen dann erwarten kann, die an die Mitgliedstaaten umverteilt werden. Es ist aber eben noch unklar, wie sich dann die Verteilungseffekte genau zwischen den Mitgliedstaaten entwickeln werden. Das hängt eben ab von den künftigen Emissionsreduktionen und dann auch, wie sich die zwischen den Mitgliedstaaten unterscheiden. Die Umverteilung durch den Klimasozialfonds wäre aber bereits relativ umfangreich. Das heißt, grundsätzlich kommen wir da zu dem Ergebnis, dass wir da eigentlich eine positive Gesamtbewertung sehen können. Das sieht man jetzt hier auch nochmal in Zahlen ausgedrückt. Wenn man den Nettoeffekt des Klimasozialfonds sich anschaut, also die Differenz aus der geschätzten Belastung und der Rückverteilung dann nach dem Schlüssel, wie er im Klimasozialfonds vorgesehen ist, dann würde man sehen, Polen zum Beispiel erhält 6,7 Milliarden Euro mehr zurück, als es zum Aufkommen beiträgt. Während Deutschland dann Nettozahler wäre, es erhält also 10,5 Milliarden Euro weniger zurück, als es zum Aufkommen beiträgt. Das heißt, wir haben mit diesem Instrument des Klimasozialfonds schon eine Umverteilung hin zu den Mitgliedstaaten mit einem niedrigeren Einkommensniveau. Aber es ist jetzt eben die große Frage, wie werden die Mittel dann eingesetzt? Schafft man es dann in den Ländern auch eine Entlastung für die geringeren Einkommen zu schaffen und eine Unterstützung auch dieser Haushalte für Investitionen, sodass sie ja eigentlich die Anpassungsmöglichkeiten auch bekommen, die sie brauchen, damit sie eben die CO2-Belastung in Zukunft auch vermeiden. Genau, und das ist hier jetzt die letzte Folie nochmal mit Zahlen. Wir haben dann mal geschaut, theoretisch quasi, wenn man die SCF-Mittel umverteilen würde mit so einer pauschalen Rückverteilung auf die Mitgliedstaaten und haben dann uns dann angeschaut, was man da für einen Effekt hätte auf die einzelnen Einkommensquintile wieder, also 20% Einkommensklassen jeweils, dann sieht man hier, die 25% aus dem Klimasozialfonds, die würden eigentlich schon ausreichen, um über alle Einkommen, über alle Ländergruppen hinweg die 40% niedrigsten Einkommen zu kompensieren. Und wenn man jetzt wenn man 50% sogar verwenden würde, dann hätte man auch noch das dritte Quintil, also sagen Sie, die klassische Mittelschicht dann damit umfasst und könnte quasi über so eine pauschale Rückverteilung dann auch diese Haushalte noch mit kompensieren, sodass man am Ende eigentlich eine Nettobelastung nur hätte für die reicheren Haushalte, also aus dem vierten und aus dem fünften Einkommensquintil, die eben dadurch, dass sie einen hohen CO2-Fußabdruck haben, auch relativ viel an CO2-Preis zahlen und dann eben nicht ausreichend über den Klimasozialfonds das in gleicher Maße wieder kompensiert werden. Genau, damit komme ich auch zum Schluss. Aus unserer Sicht, das Problem, was sich im Moment stellt, die Ausgestaltung und Wirksamkeit vom Klimasozialfonds, die sind noch unklar. Die Umverteilungsmechanismen, die müssen noch konkretisiert werden. Und die Kriterien und die Anforderungen für die Mittelverwendung durch die Mitgliedstaaten, die müssen weiterentwickelt werden. Und es bleiben natürlich Unsicherheiten bezüglich der Verteilungswirkung der freien Preisbildung. Das heißt, es ist ja jetzt alles kalkuliert mit bestimmten CO2-Preisen. Man weiß natürlich nicht, wie der CO2-Preis dann sich insgesamt entwickelt. Ja, soweit. Vielen Dank. Super, herzlichen Dank. Und das ist nochmal ein weiterer Punkt, über den wir gerade in Europa, im Europäischen Parlament, aber auch die Mitgliedstaaten untereinander, also wie groß soll dieser Klimasozialfonds werden als Umverteilungsmechanismus? Welche Vorgaben können wir den Mitgliedstaaten machen? Die lassen sich nämlich überhaupt nicht gerne reinreden, wenn man ihnen sagt, für was sie das eigentlich ausgeben sollen und dass sie es vielleicht für die ärmeren Bevölkerungsteilen sollen. Und die lassen es letztlich auch eben sehr schwer überprüfen und sicherstellen. Ich möchte das erstmal kommen wir jetzt in die Debatte und ich bedanke mich für Ihre Präsentation und hatte das noch gar nicht angesagt. Unten ist ein Fragen- und Antworten-Tool oder Q&A. Da kann man Fragen reinschreiben und genau, dann lese ich die hier vor.
Und es gibt natürlich auch einen Chat und da wird auch schon sehr viel diskutiert. Ich bitte, die Fragen in diesem Frage- und Antworten-Tool reinzuschreiben. Ich würde erstmal mit einer Frage an Frau Bentele starten, weil das beschäftigt uns gerade auch auf der europäischen Ebene. Sie haben das ja gerade gesehen. Wenn man diesen Klimasozial oder gehört, Sie haben, wenn man diesen Klimasozialfonds anwendet, dann würde Deutschland Nettozahler werden. Deutschland würde also nochmal 10 Milliarden ungefähr in die europäische Umverteilung geben. Und jetzt haben Sie ja gerade beschrieben, wie insgesamt in Deutschland sozusagen die Situation von denjenigen, von den ärmeren Teilen der Bevölkerung sowieso in den letzten Jahren immer prekärer geworden ist. Und diese Mittel könnte man ja auch eben in Deutschland nochmal für den sozialen Ausgleich nehmen, würden dann aber europäisch sozial umverteilt werden. Das ist mit ein Grund, warum es gerade aus Deutschland großen Widerstand gibt, überhaupt einen Klimasozialfonds aufzusetzen, sondern man möchte den viel kleiner machen. Wie sehen Sie denn diese Frage von sozusagen Verteilungsgerechtigkeit Europa und Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland? Genau, das ist sozusagen also diese Frage und danach würde ich dann nochmal auf ein paar andere Fragen eingehen, die ja nochmal in Richtung ETS2 und wie man das machen kann und Klimageld. Gut, also was klar ist, jede CO2-Bepreisung belastet natürlich die Menschen und auch klar ist, eine europäische CO2-Bepreisung belastet ja Menschen in ärmeren Ländern noch stärker als die Menschen in Deutschland. Also zumindest, wenn wir mal von der sogenannten Mittelschicht ausgehen, wenn jetzt in den ärmeren EU-Ländern tatsächlich Heizen und so weiter auch noch teurer wird, ist das für viele ja auch wirklich existenzbedrohend und deswegen für mich schon klar, da muss auf jeden Fall was passieren. Wie gesagt, wir sind auch schon dafür, dass natürlich in klimaverträgliches Heizen, klimaverträglichen Verkehr, gute Mobilität, saubere Mobilität investiert wird. Das sind alles total wichtige Projekte. Ich bin eben nur nicht der Überzeugung, dass man das zwingend über diesen Klimasozialfonds machen muss, sondern da gibt es ja in der EU wirklich auch viele Verteilmechanismen, auch in vielen anderen Bereichen wie der Landwirtschaft und so weiter, wie eben Ausgleich zwischen den Staaten geschaffen wird. Dass wir den brauchen, finde ich richtig, aber das heißt für mich eben nicht, dass wir die CO2-Bepreisung allein nutzen, um eben diesen Fonds zu füttern, sondern das heißt für mich tatsächlich, dass man hier nicht nur den Ausgleich zwischen den Ländern schaffen muss, sondern dass man auch Ausgleich innerhalb der Länder schaffen muss, wo zugegebenermaßen jedes Land natürlich seine Herausforderungen hat und sicherlich es auch Länder gibt, die noch größere Herausforderungen haben als oder vielleicht, wo es Länder gibt, wo die Herausforderungen noch mehr Menschen sogar betreffen. Aber schon bei uns betrifft eben die Preissteigerung wirklich gerade viele Haushalte, also die Stromnachzahlungen zum Beispiel und Gas und Öl, Tank muss wieder gefüllt werden, Gas- und Stromnachzahlungen. Das ist für viele unserer Mitglieder wirklich ein absoluter Horror, der da bevorsteht, wenn hier diese Rechnungen für die Nachzahlung reinflattern. Obst, Gemüse hat sich zum Teil um 15-20% verteuert. Das sind ja alles wirklich riesige Probleme, die wir auch in Deutschland haben. Ich würde deswegen immer dafür plädieren, dass erstmal die CO2-Bepreisung, dieses Geld dafür wirklich genommen wird, da einen Ausgleich zu schaffen zwischen Arm und Reich. Und für den Ausgleich zwischen den EU-Ländern gibt es dann eben meines Erachtens wirklich auch viele andere Möglichkeiten und Maßnahmen, wie der geschaffen wird, die auch heute ja schon zu tragen kommen. Also von daher bin ich, was den Fonds angeht, sehr skeptisch, den auch tatsächlich zum Beispiel aus Steuermitteln zu finanzieren, wäre eine ganz andere Möglichkeit. Aber das beides zu vermischen, halte ich für persönlich für nicht den richtigen Weg. Vielen Dank. Spannend. Ja, es gibt wirklich noch andere Möglichkeiten. Finanzierung zum Beispiel gibt es ja gerade diesen ETS, also der bisher schon besteht, wo die Energieunternehmen und die Industrie belastet wird, dann man könnte zum Beispiel auch da das Geld rausnehmen. Das wäre dann natürlich aber eine Umverteilung von Seiten der Industrie in Richtung den Klimasozialfonds. Herr Edenhofer, es gibt jetzt also erstmal viele in den Fragen, die sagen, oh, so ein europäisches Klimageld wäre ja wirklich die beste Lösung. Und ich glaube, da sind wir uns hier auch einig, dass das funktionieren würde, aber es geht ja eben gerade nicht. Und es sind aber nochmal Fragen, sozusagen, als Sie als Ökonom sozusagen die Märkte so zerstückeln und die Privaten dann rauszunehmen oder als nicht sozusagen compliant zu definieren.
Geht es nicht auch anders? Wäre nicht eine Steuer viel besser? Sollte man sich da nicht viel stärker für eine Steuer einsetzen? Kann man nicht freie Zuteilungen den Privaten geben? Oder ist sozusagen das die, also wie löst man jetzt diesen Komplex auf? Ja, also ich würde gerne nochmal um da meine Position klar zu machen. Also ich stimme mit Frau Bentele überein, dass eine CO2-Bepreisung zunächst mal eine regressive Form der Besteuerung ist. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, wir machen ja nicht CO2-Bepreisung, weil wir Leute besteuern wollen, sondern weil wir Klimaziele erreichen wollen. Und wenn jetzt diese Klimaziele, die werden nur durch steigende CO2-Preise implizit oder explizit der Natur. Wir müssen uns das mal klar machen. Die Europäische Union will bis zum Jahr 2050 CO2-frei werden, netto null. Und das wird nicht ohne Kosten gehen. Die Frage ist also nur, wer trägt die Kosten? Und wenn es um die Frage geht, wer die Kosten trägt, ist auch klar, dass ein Pro-Kopf-Geld, eine Pro-Kopf-Rückerstattung, ein Klimageld auf jeden Fall die CO2-Bepreisung von einer regressiven Form der Besteuerung zu einer progressiven Form der Besteuerung macht. Also das ist ein ganz klares, fundamentales Prinzip. Und das zeigen ja die Studien, die Herr Zerzabi hier vorgestellt hat, ziemlich klar. Wenn man dieses Prinzip anwendet, dann kann man so innerhalb der Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedstaaten das Verteilungsproblem grundsätzlich lösen. Und das wäre auch aus meiner Sicht der richtige Weg. Man hätte eine CO2-Bepreisung in Europa und man würde dann die Einnahmen zu nutzen, die Rückerstattung zu machen. Die politische Realität ist eben sehr viel buckliger. Die politische Realität ist, dass es jetzt darum geht, ob das Europäische Parlament und dann in der nachfolgenden Diskussion es überhaupt zum ETS 2 kommt. Und wir haben gar nicht den Luxus, jetzt auf der europäischen Ebene über die Rückverteilungsmechanismen zu sprechen, die heute vorgeschlagen sind, die ich voll unterstützen würde. Deswegen ist mein Vorschlag gewesen, mit diesem Non- und Compliance-Sektor und Compliance-Sektor gewissermaßen jetzt Zeit zu gewinnen, um das dann eben entsprechend nachholen zu können. Dass das überhaupt keine ideale Lösung ist, ist mir auch klar. Und es ist ja für mich sozusagen schon etwas, um das überhaupt zu durchdenken, hat mir sozusagen also wirklich Schmerzen gekostet, dass ich das überhaupt mal versucht habe, jetzt zu machen, weil ich am liebsten gesagt hätte, ihr spinnt doch, ihr habt die Mittel, ihr könntet das Klimageld einführen, also macht doch das jetzt endlich und seht zu, dass wir die Klimaziele erreichen. Das sage ich ja schon seit 20 Jahren. Nur laufe damit gegen die Wand, weil eben die politischen Realitäten andere sind. Jetzt lasse ich mich auf die politischen Realitäten ein und sauf dieses süße Gift des Pragmatismus und muss also jetzt dann rechtfertigen, warum ich mir also sozusagen die Märkte spalte. Ich glaube, dass dieser gespaltene Markt zwischen Compliance und Non-Compliance wäre für mich, wenn es ein Zwischenschritt ist, ein halbwegs akzeptabler Weg, weil sonst die Alternative wäre, dass wir diesen ETS 2 ganz verlieren und dann verlieren wir ein europäisches Bepreisungssystem. Und das möchte ich nochmal sagen, ich traue der Effort-Sharing-Regulation in keiner Weise über den Weg. Das ist eine Renationalisierung der Klima- und Energiepolitik, die wird uns nirgendwo hinführen. Und deswegen ist, glaube ich, mein Vorschlag der, lass uns das mit dem Compliance und Non-Compliance versuchen. Es ist ein Zwischenschritt, aber die langfristige Perspektive muss in die Richtung gehen, wie sie heute hier vorgestellt worden ist. Da kommt jetzt gerade noch eine Frage rein, die mich auch total interessieren würde. Non-Compliance, also die Idee hinter einem Emissionshandel ist ja eben nicht nur, dass es diesen Preis gibt, sondern dann wäre es eine Steuer, sondern dass es nur eine gewisse Anzahl an Tonnen CO2 gibt, die zur Verfügung stehen und die werden untereinander gehandelt. Und wie sind jetzt sozusagen dann die privaten Haushalte in diesen Cap eingebunden? Genau, da haben Sie völlig recht. Also wenn es einen Fixpreis gibt, je nachdem wie hoch der Fixpreis ist, der wird ja so hoch sein, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 25 und 50 Euro pro Tonne CO2. Zu diesem Fixpreis wird der Haushaltssektor nicht die Emissionsminderungen erbringen, die durch das Fit for 55-Paket gegeben sind. Und was wir hier vorschlagen, ist, dass dann entsprechend die CAP für den Compliance-Sektor angepasst wird. Ja? Und das ist eine klare Regel, sonst wird das nicht funktionieren. Und mit der Anpassung, der Fixpreis wird auch dynamisch angepasst. Wenn also der Compliance-Sektor
produktiver wird, also im Sinne, dass er pro Output weniger CO2 emittiert, dann würde in dem Umfang auch der Fixpreis steigen, weil wenn der Fixpreis konstant ist, ist das eine ziemlich absurde Konstruktion, dann würde die reale Belastung über die Zeit hinweg ständig abnehmen, das kann man nicht machen. Und die Haushalte würden dann eben nur dann mehr zahlen müssen, wenn sie dann, also pro Output-Einheit, wenn sie hinter dem Compliance-Sektor zurückbleiben. Das sind alles Krücken, aber das wäre zumindest eine Brücke, die man also zumindest gehen könnte. Und dadurch wäre auf jeden Fall die CAP gesichert und man würde dem Rechnung tragen, wofür in Europa so viele Angst haben, dass jetzt auf den Haushaltssektor der Preis überwälzt wird. Preise werden immer auf Haushalte überwälzt. Die Frage ist nur, wie man das verteilungspolitisch ausgestaltet. Und ich denke, alle Vorschläge, die heute gemacht worden sind, sind besser als die Märkte zu teilen. Aber wir leben ja nicht in der Welt, wo wir uns das First Best und nicht einmal das Second Best aussuchen können. Ja, bloß was Sie uns ja erzählen, wir leben ja in der viertbesten Welt. Wir leben in Europa und das ist immer ein Kompromiss, aber das ist auch gut, dass wir in Europa leben, weil wenn man es nur alleine in, weiß ich nicht, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin oder Deutschland oder so machen würde, dann würde man viel weniger abdecken. Das macht es natürlich aber auch komplizierter. Herr Zetzhabe, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, was wir gerade im Europäischen Parlament verhandeln. Das wurde ja auch schon hier im Chat angesprochen. Es gibt diese NGO Transport and Environment, die haben da unterschiedliche Vorschläge gemacht, zum Beispiel eben sozusagen, dass es einen Höchstpreis von 55 Euro gibt, dass es eben diesen Überwälzungsverbot, hat es, glaube ich, Herr Edenhofer genannt, gibt, nämlich dass 50% bei der Mineralölwirtschaft, bei der Gaswirtschaft bleiben soll. Weil da die Frage ist, ob sowas überhaupt passiert, dass es vor allen Dingen zunächst einmal die gewerblichen Akteure belastet werden und die privaten Haushalte nicht. Würde das sozusagen, Sie haben diese Studie auch für die Klimaallianz gemacht, würde das denn den Kriterien entsprechen, die Sie dort für die Klimaallianz erstellt haben, oder würden Sie sagen, das passt eigentlich nicht? Ja, also zunächst mal ist es ja so, auch in dem Kommissionsvorschlag selber ist ja schon ein Mechanismus vorgesehen, um so eine Preisstabilisierung zu erreichen, allerdings über die Mengensteuerung. Und natürlich gibt es ja jetzt Bedenken, inwieweit kann der wirklich sicherstellen, dass der Preis dann nicht doch eben doch durch die Decke geht und die Haushalte übermäßig stark belastet. Und deswegen haben wir eigentlich in unserer Bewertung auch vorgeschlagen, sozusagen so eine Preis, also so ein Bereich vorzusehen, ab dem man, also so ein Warning Price sozusagen, ab dem man dann in eine Situation kommt, wo der CO2-Preis eben übermäßig stark steigt oder hoch ist und dann auch einen Price Cap letztendlich einbezieht, sodass man dann vermeidet, dass man in eine Situation kommt, wo man Schwierigkeiten bekommt mit der Akzeptanz, was die privaten Haushalte angeht. Das Problem ist einfach, glaube ich, immer, also man kann sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene und mit den Fakten immer sehr gut argumentieren, dass man eigentlich mit den Rückverteilungsmechanismen eine progressive Verteilung hinbekommt. Das ist halt in der politischen Realität, wie Herr Edenhofer schon gesagt hat, auch dann einfach eine andere Frage. Sozusagen, da werden dann auch Fälle einfach immer herausgestellt, bei denen das dann halt nicht so ist. Und die gibt es ja zweifellos, das muss man einfach sehen. Und die sind auch problematisch und da muss was gemacht werden. Wir können eben bloß jetzt insgesamt sozusagen feststellen, rein von den Zahlen her, hat man eigentlich mit dem Konstrukt eine Umverteilung, die erstmal progressiv wirken würde und auch die unteren Einkommensgruppen entlastet. Wir haben jetzt ja schon 19 Uhr. Ich würde noch ein bisschen länger machen, wenn es, weil okay ist, nicht zu lange. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an Frau Bentele. Die eine ist, Sie sagen, das muss als sozusagen als Klimageld direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Aber wäre es nicht besser, man würde es zum Beispiel in die Renovierung von Wohnungen
vielleicht Sozialwohnungen stecken, in ein besseres, günstigeres öffentlichen Nahverkehr. Also davon, wovon auch alle profitieren können, nur dass es dann eben sehr viel gezielter auch mit den Klimamaßnahmen verbunden ist. Das ist so eine Frage an Sie. Und die zweite Frage, ich stelle sie jetzt mal, ich bin mir gar nicht sicher, wie gut ich sie eigentlich finde, aber das soll ich ja nicht bewerten, ob es nicht psychologisch integrierend ist, wenn ärmere Haushalte auch Teil der Gemeinschaft sind und Teil der Lösung des Klimaproblems und auch bei geringem Einkommen quasi dann mithelfen durch weniger fossilen Konsum. Okay, ich kann gerne mit der zweiten Frage anfangen. Die wird ja immer wieder gestellt. Können die nicht auch mal endlich sparen? Menschen mit wenig Geld können natürlich auch sparen, sollten das auch tun. Da sind wir uns ja völlig einig. Deswegen fordern wir zum Beispiel als Sozialverband VDK auch nur die Streichung der Mehrwertsteuer auf beispielsweise Medikamente und auf frische Lebensmittel, jetzt nicht Fleisch, sondern Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, damit wir hier natürlich auch klar machen, auch das ist ja gut, um die Klimaziele zu erreichen, wenn weniger Fleisch gegessen wird. Und da können alle ihren Beitrag leisten, sollten es auch tun. Also ja, sollten natürlich alle machen. Aber jetzt kommt der große Einwand und leider der Wermutstropfen für den oder die Fragestellerin, dass natürlich viele ärmere Menschen einfach nicht so viel Einfluss haben. Die haben, wie gesagt, oft kein Auto, nur ein kleines Auto, fahren nicht weite Strecken. Die wohnen oft in Wohnungen, die ihnen nicht gehören, wo also der Vermieter zum Beispiel oder eben die Genossenschaft oder wer auch immer für die Isolierung zuständig ist und damit natürlich auch für die Frage, wie viel wird da eigentlich fürs Heizen ausgegeben und mit was für eine Art von Energie wird eben geheizt. Also jemand, der wenig Geld hat, hat meistens keine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Von daher sind die Möglichkeiten für uns alle da, aber sie sind natürlich sehr unterschiedlich verteilt. Viele andere Menschen können sich mehr oder reichere Menschen können sich einfach mehr entscheiden und mehr aussuchen, wie sie sich beteiligen. Und da sehe ich tatsächlich bei Menschen, die wenig Geld haben, die vielleicht wie auch immer alleinerziehend sind, zwei Kinder haben, die werden eh wahrscheinlich, wenn es gut läuft, Urlaub, wenn sie in Berlin wohnen, an der Ostsee noch einen Ponyhof machen und werden jetzt nicht auf die Malediven fliegen. Zur ersten Frage würde ich ganz klar sagen, dass natürlich auch all diese Dinge wichtig sind, die da genannt wurden, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Investitionen in isolierten Wohnraum. Wir machen auch die Forschung und in soziales Wohnen. Das ist total wichtig. Wenn jetzt die Bundesregierung in Deutschland die Initiative Bezahlbares Wohnen wurde ja gestartet und da soll ja versucht werden, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Da hätten es für mich auch mehr sein dürfen als 100.000 mit Sozialbindung und auch da ist natürlich Nachhaltigkeit ein hohes und wichtiges Ziel, das da erreicht werden soll. Ich sehe diese Aufgaben aber natürlich auch als Aufgaben der Daseinsvorsorge. Also das ist eine wirklich ursächliche Aufgabe, auch von staatlicher Seite hier dafür zu sorgen, dass eben, wie gesagt, es öffentliche Verkehrsmittel auch im ländlichen Raum gibt, dass es mehr öffentlich geförderten Wohnraum mit Sozialbindung gibt. Das sind alles Themen, die für mich wirklich staatliche Aufgaben sind. Und wie gesagt, ich mag das Beispiel einfach so gerne. Ich habe es am Anfang leider heute schon verballert und gemacht. Das mache ich aber trotzdem nochmal. Dieses Tempolimit, die Tempolimit-Diskussion ist eine, die ich echt immer spannend finde, weil das war eine relativ einfache staatliche Maßnahme, die kein Geld kosten würde, vor der man sich aber in Deutschland eben schon drückt. Und da finde ich, muss man sich echt nochmal klar machen, einerseits ist es politischer Wille und andererseits eben, muss man vielleicht auch wirklich nochmal trennen, was ist Aufgabe der Daseinsvorsorge, auch von staatlicher Seite und wo muss man tatsächlich eben auch die Menschen in die Pflicht nehmen. Und wie gesagt, über Sozialleistungen alles auszugleichen, wird schwierig sein. Und deswegen finde ich auch immer noch, dass Vorschläge, die das eben direkt wieder an die Menschen zurückgeben, auch so, dass man es tatsächlich sieht und auch weiß, wo der Beitrag ist, den man vielleicht oder auch noch mehr Bewusstsein hat für dieses Thema Klima. Deswegen wäre es auch gut, wenn es irgendwo aufgeführt würde, dass es hier ein Klimageld ist, weil es sicherlich auch noch mal eine Erinnerung, ein Hinweis wäre. Weil das finde ich natürlich immer spannend, auch in diesen Zeiten gerade, wie lassen wir uns eigentlich auch in unseren eigenen Taten messen? Also wie reisen wir durch Deutschland? Ja, also ich fliege nicht, wenn es nicht sein muss zum Beispiel.
Das machen sicherlich hier alle nicht, wenn sie andere Möglichkeiten haben. Aber das sind ja die Schritte, die Leute wie wir eben gehen können, die viel Reisen und Dienstreisen machen. Viele meiner Mitglieder haben nicht das Problem wie ich, dass sie von München nach Berlin mit dem ICE oder mit dem Flieger müssen und sich dann wie ich für den ICE entscheiden, sondern die haben das Problem, wie sie ihre Wohnung geheizt kriegen. Sehr. Herr Edenhofer, es wird jetzt also möglicherweise ja so sein, dass wir dann einen CO2-Preis bekommen, der sich erstmal auf sozusagen das Gewerbliche beschränkt. Mir ist immer noch nicht so richtig klar, wie man das eigentlich dann ganz konkret macht, wenn man in einem Haus ein Wohnhaus dann Wohnungen hat, aber unten einen Laden drin. Allerdings wird es dann ja auch bedeuten, dass der Verteilmechanismus, der Klimasozialfonds, viel geringer wird. Da gibt es jetzt sozusagen, wie auch schon vorhin von Frau Bentele gesagt, die Idee, dass man dann andere Töpfe nehmen kann, zum Beispiel den Emissionshandel 1. Wie finden Sie diese Ideen oder welche anderen Möglichkeiten gibt es, um sozusagen dieses Projekt irgendwie doch sozial gerecht zu machen, wenn die Einnahmen aus dem privaten Bereich sehr beschränkt sind? Also zunächst mal das Auseinanderklamüsern zwischen Gewerbe und privaten Haushalt, das ist eine schwierige Aufgabe, aber das ist die gerechte Strafe Gottes, die euch trifft. Und das müsst ihr machen. Also das müsst ihr bürokratisch auseinanderklamüsern. Das ist sicherlich nicht ideal, aber gut. Das Zweite ist, also wenn der Vorschlag so umgesetzt werden würde mit dem Fixpreis, würden ja da trotzdem Einnahmen auch aus den Haushalten entstehen. Das würde nicht völlig wegfallen. Das müsste man mal ausrechnen, wie viel das wäre. Also ich glaube, dass ich bin da jetzt, also ich hätte da keine so großen Schwierigkeiten, da Einnahmen aus dem ETS 1 zu nehmen. Auf der anderen Seite denke ich, wäre es schon mal ganz gut, wenn man in die Richtung gehen würde und einen politisch vernünftigen Pfad vorschlagen, was Herr Zerzabi hier vorgestellt hat. Ich finde das eigentlich sehr überzeugend. Und das Grundprinzip ist, und wir sind uns ja in einem Punkt einig, dort, wo es darum geht, dass man aus Gründen des Verursacherprinzips Leute belastet, erzeugt man Einnahmen und im Grunde genommen sollten das den Leuten rückerstattet werden. Und wenn man dann sagt, man braucht Infrastrukturaufgaben, dann gehört es, oder wir wollen investieren in neue Technologien, dann gehört es für mich auch zu dem Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge, die kann man auch aus normalen Steuermitteln finanzieren. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal an die Bürger, dass es eben bei Lenkungssteuern nicht um Schröpfen geht und auch nicht um das Erzielen staatlicher Einnahmen, sondern dass es um eine Lenkungswirkung geht. Und diese Lenkungswirkung, um zwei Dinge, eine Lenkungswirkung zu erzielen und zugleich soziale Gerechtigkeit herzustellen. Dass eine solche Rückerstattung nicht alle Sozialprobleme löst und dass man deswegen immer noch Sozialtransfers und Steuersysteme braucht, das ist alles völlig klar. Aber man macht damit deutlich, es geht uns hier nicht darum, dass wir, also als Staat, dass wir hier zusätzliche Einnahmen erzielen. Also lange Rede, kurzer Sinn, viel wichtiger fände ich, wenn ihr jetzt schon solche Kompromisse macht, dass es dann zumindest einen glaubwürdigen Pfad gibt, dass man also den Sozialfonds so ausgestaltet, wie Herr Zerzabi das hier vorgestellt hat, weil ich finde, das ist eigentlich ein klares Prinzip. Und dann würde auch, wenn das entsprechend nachgesteuert werden würde oder nachgelegt werden würde, dann wäre auch der Schrecken weg, dass die Haushalte dann in den ETS 2 integriert werden können. Ich glaube, da besteht jetzt einfach die Befürchtung, wenn man das jetzt macht und wenn dann auch vielleicht im Herbst die Gaspreise nochmal richtig zulegen, dass damit die Legitimität der Klimapolitik vollkommen verloren geht. Und ich will nur noch den letzten Punkt machen. Wir reden jetzt hier den ganzen Abend über CO2-Bepreisung. Ich glaube, das wirklich sozialpolitische Problem der nächsten Monate ist die Gaspreisentwicklung. Und ich finde, darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten, auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene. Denn die Gaspreisexplosion, die schlägt nun mal ganz anders zu, als das, was wir hier über CO2-Preise sagen. Da ist es dagegen eine Petitesse. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir ohnehin über Kompensationsmaßnahmen viel, viel grundlegender reden müssen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man also jetzt kurzfristig hier einen pragmatischen Schritt macht, aber in der Perspektive zumindestens sowas wie ein europäisches Klimageld so entlang, wie es Herr Zerzabi vorgeschlagen hat, weiterentwickelt. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte nochmal allen danken,
Herr Professor Inhofer, Frau Bentele, Herr Zerzavi, und allen danken, die jetzt zugehört haben, die Stunde lang. Es waren noch ein paar politische Fragen in dem Question Answering. Also wo stehen wir da eigentlich im Europaparlament? Wie sind dort die Mehrheiten? Kriegen wir nicht im Umweltausschuss was sehr Ambitioniertes hin? Und dann auch war noch mal die Frage, woher kommt der Widerstand zum Klimasozialfonds? Also genau, wir haben eben die Situation im Europaparlament, dass wir wirklich in allen Fraktionen, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben, auch große Zweifel haben an diesem ETS2. Also das gibt von sozusagen meiner eigenen Fraktion, den Grünen, vor allen Dingen da eher aus dem Süden und aus Frankreich, die sagen, wir können jetzt nicht noch weiter belasten. Wir müssen eigentlich viel stärker mit Steuern arbeiten. Wir müssen vor allen Dingen auf die Unternehmen gehen, aber auch die Liberalen, interessanterweise, die sich sozusagen so einem Marktsystem verwehren, aus Frankreich auch da ganz stark geprägt durch diese Situation und die Erfahrung mit den Gelbwesten. Konservative, auch wenn unser Berichterstatter, der Peter Liese aus Deutschland, sich vehement für den ETS2 einsetzt, ist es, glaube ich, auch selbst für ihn schwierig, in seiner eigenen Fraktion dort eine Mehrheit hinzubekommen. Und bei den Sozialdemokraten ist es ähnlich. Und deswegen geht es eben gerade darum, zu versuchen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich war am Anfang auch überhaupt nicht davon überzeugt, dass wir überhaupt ein ETS2 brauchen, gerade weil ich glaube, dass wir mit Regulierungsmaßnahmen gut fahren, gerade in Bereichen, in denen eigentlich schon klar ist, welche Technologie gebraucht wird. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass es eigentlich beides braucht. Also wir brauchen Regulierung und wir brauchen solche Preismechanismen. Und wir versuchen jetzt gerade eben noch eine Möglichkeit zu finden, wie man da doch was hinbekommt. Vielleicht nicht so, wie man sich das von Anfang an vorstellt, aber wenigstens eine Struktur, an die man dann auch anschließen kann. Und da sind gerade unterschiedliche Dinge auf dem Tisch, eben wie vorhin schon skizziert. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass man dann erst mit im Jahr 2030 mit den Privaten anfängt oder im Jahr 2028 mit den Privaten anfängt, die einzunehmen. Ich fand den Vorschlag von Herrn Professor Edenhofer jetzt auch nochmal spannend. Ich muss mir nochmal im Detail anschauen. Vielleicht kann man es ja noch in die Verhandlungen einbringen. Allerdings ist die Deadline für die verschiedenen Kompromisse ist Mittwoch um 12 Uhr. Also es muss schnell gehen. Genau, es gibt eben auch sozusagen, also das starke Verlangen gerade von uns Grünen, aber auch von den Sozialdemokraten, diesen Klimasozialfonds unbedingt früher anfangen zu lassen, als dass die Privaten dann den CO2-Preis bezahlen. Wir wollen das 5 Jahre, 3 Jahre ist gerade im Gespräch und dann eben auch finanziert aus diesem ETS1. Der Hintergrund ist natürlich, dass wir dann, wenn wir einen Klimasozialfonds haben und den Menschen damit die Renovierung finanzieren können oder den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen können, schon davor, dann gibt man ihnen die Möglichkeit, den CO2-Preis einfach nicht zu bezahlen. Genau, insgesamt wird das eine schwierige Einigung werden und auch im Rat, also bei den Mitgliedstaaten, sind es immer noch 5 Mitgliedstaaten, die da sehr dagegen sind. Ich weiß, kennen Sie nicht genau, aber Polen ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ich glaube aber, Herr Edenhofer, eines können wir sagen, dass wir etwas hinbekommen. Da bin ich schon überzeugt davon. Wie gut es ist, das müssen wir dann sehen. Aber so ist es meistens in Europa. Wir fangen erstmal an und dann hoffentlich dann bauen wir es weiter aus. Und gerade das europäische Klimageld ist mir auch ein sehr großes Herzensanliegen, wofür ich weiter versuche, auch die Möglichkeiten zu finden. Und auch wenn es bisher noch keine Grundlage dafür gibt, auch Gesetzesgrundlage, dann müssen die halt geschaffen werden. Das ist, glaube ich, einfach die Europäische Union, die auch sozialer werden muss, wie wir uns da entwickeln werden müssen. Von daher, genau, danke an alle, die mitgemacht haben, alle, die zugeschaut haben. Das war jetzt für mich wichtig, auch dieses Webinar mit Ihnen und mit allen Zusehern zusammen, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Was wir da entscheiden, hat schon eine Relevanz für sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Wir
verlangen von denen was ab, mehr Geld zu bezahlen, aber auch für das Richtige. Und ich glaube, damit es dann funktioniert, müssen wir auch davor darüber diskutiert haben, nicht, dass man plötzlich aufwacht und sagt, ach, jetzt kommt die EU und möchte, dass wir mehr Geld bezahlen und plötzlich dann dagegen ist, sondern dazu muss es davor eine Debatte dazu geben, sodass es dann auch dann auch angenommen wird, wenn es entschieden ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend freue mich, Sie alle bald wieder oder nochmal wiederzusehen. Und das nächste Webinar findet in 2 Wochen statt von mir. Da geht es dann zum Europäischen Solar Act, also die Frage, wie kriegen wir eigentlich Solarenergie noch viel stärker aufs Tableau, eine europäische Solarpflicht, können wir die europäische Solarproduktion auch wieder ankurbeln, wie kriegen wir 70 Millionen Solardächer in den nächsten 8 Jahren hin, aber dazu kommen die Einladungen dann noch. Schönen Abend, Dankeschön und guten Appetit, wenn Sie noch nicht gegessen haben. Danke, tschüss. Ciao.